Mein Name ist Helena Boddenberg. Ich bin Designerin bei Villeroy & Boch. Zu meinem Aufgabenbereich gehört das Kreieren von Produkten. Also ich entwerfe und kreiere quasi die Form oder das Gestaltungskonzept dazu. Eins meiner schönsten Projekte war die Gestaltung der Laboule. Hier durfte ich das Ursprungsdesign von Helen von Boch durfte ich eine neue Gestalt verleihen. Beispielsweise bestand das Set früher aus 19 Teilen und die jetzige Version besteht aus nur noch 7 Teilen. Und das war der Gedanke dahinter, also dass wir diese große Kugel, dieses große Kugelgeschirr eigentlich auf zwei Personen runterbrechen in dem Sinne. Also dass man ein schönes Set für zwei Leute hat. Du kannst dir ein schönes Set zu zweit auf den Tisch bauen und ja, sowohl Frühstück oder Abendessen zusammen genießen. Wenn ich ein neues Projekt starte, ist es oft so, dass ich mit schnellen Scribbles anfange. Das ist so ein bisschen wie visuelles Brainstormen. Für die Ausarbeitung gehe ich an den Rechner. Also da arbeiten wir mit einer 3D-Modeling-Software, um meinen Ideen quasi eine Gestalt zu verleihen. Um die Ideen oder die Entwürfe aber wieder aus dem Computer herauszubekommen, nutzen wir 3D-Drucktechnik und haben durch diesen 3D-Druck dann einen Prototypen. Grundsätzlich kann man aber sagen, Design ist immer ein Prozess. Also es ist ein Herantasten an die richtige Form, an die richtige Farbe. Da geht es eben auch um die Funktionalität, um die Haptik, wie fühlt sich das Produkt an. Aber das ist auch das Schöne an Design, weil es wandelt sich oft im Prozess. Bei der Laboule haben wir unsere Designgeschichte zusammengebracht mit der Gegenwart, mit dem Hier und Jetzt. Und dieses Gestaltungsprinzip wollte ich auf unsere Jubiläumsbecher auch anwenden. Weil wir feiern 275 Jahre Jubiläum und ein entscheidender Teil von unserer Geschichte sind unsere floralen Dekore. Und deswegen wollte ich gerne zum Jubiläum, um unseren Geburtstag quasi zu feiern, einen bunten Blumenstrauß kreieren aus unseren verschiedenen Dekoren. Und dementsprechend feiern wir eigentlich die Liebe zu unseren Liebsten in Form von einem Becher mit Herz und das im wahrsten Sinne des Wortes.